Okay, so schon mal nicht. Ach, da sind die Auslöser außen. Und hier ist das Innen der Auslöser. Oh, Mann. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Mann. Dieses Scheißrätsel. Hätte ich es jetzt nicht einfach mal ausprobiert, einfach mit drüber rennen. Also drüber springen. Das war jetzt wirklich ein richtig geiles Rätsel. Also ganz ehrlich, da hat sich einer so viele Gedanken gemacht bei dem Spiel, das ist... Boah. Ich fand das Rätsel jetzt einfach nur cool. Es war zwar scheiße nervig, aber cool. Okay. Also weiter kommen wir nicht. Gut. Und hoch, 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 hoch wieder. Was bitte hat's hier mit diesem Wagen auf sich? Was bringt mir dieser Wagen? Kann ich vielleicht das Seil an den Wagen dran binden irgendwie? Nein. Okay. Das überlebe ich schon mal auch nicht. Ich probiere das jetzt einfach mal ohne den Wagen. Was passiert ohne den? Nein, du sollst dich... Oh. Vielleicht brauche ich den Wagen, ne? Vielleicht brauche ich den,
um jetzt was auszuprobieren. Und zwar, ich ziehe das hier ganz hoch. Ja. Ja, so müsste es funktionieren. Boah, müssen wir erstmal auf diese Lösung kommen. Dann muss auch noch dieses verdammte Timing stimmen. Verdammt, war das knapp. So, auf, rauf, 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 rauf. Schön die Treppe rauf. Los. Boah. Gerade noch erwischt. So, mal gucken. Reicht die Zeit noch? Nein. Schade, minimal zu langsam. Ich bin zu früh bei dem anderen Seil abgesprungen. Ha, das ärgert mich jetzt. Fast hätte ich es geschafft. Bestimmt. Ich war so kurz davor. Ganz, ganz kurz. Diesmal war ich bestimmt auch ganz kurz davor. Oh, ja, irgendwie mag das gerade nicht so ganz. Und ich würde mal sagen, nach diesem Rätsel beende ich dann auch die Aufnahme. Weil das war jetzt... Oh nein, frustrierend genug. Das gibt's doch nicht. Oh. Ich hatte mir gedacht, oh, machst du so ein wunderbar düsteres Spiel und... Oh, so schöne düstere Stimmung und alles und hab von hier und da gehüpft und los geht's und ne, wisst schon. Dann ist das aber so ein schönes Spiel zum sich aufregen. Das hätte ich ernsthaft nicht gedacht. So, kann der nicht... Nein, er kann den Wagen da hinten nicht wegstumpen damit. Nein. Okay, also ich muss warten, bis die wirklich beide auf einer Höhe sind. Mal so dann. Versuch Nummer. Keine Ahnung, zu viel. So. Man muss halt auch an die Leiter hinspringen, ansonsten wird's Klettern schwierig. Dann hoch da. Komm, 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 komm. Boah. Nein. Warum lässt der dumme Junge los? Ich weiß, weil er nur so... weil er von so einem Hochintelligenten wie mir gesteuert wird. Achtung, das war gerade eben alles Ironie. Für alle, die es nicht erkannt haben. Komm, komm, komm. Und... Ja. So. Und jetzt Timing ist alles. Und durch, 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 durch. Ja! Geschafft.
Ha, ich bin so gut. Deswegen hüpfe ich hier jetzt auch erstmal schön durch diesen Scheißhaufen. Nein, ich bleib lieber hier im schönen Gras. Das ist so, oh, schön in der Sonne durchs Gras rennen. Sonne? Welche Sonne? Kann ich da irgendwas nehmen? Nein. So. Ja, ja, wie jetzt kann ich. Jetzt läuft das wieder automatisch und ich kann es nur noch. Ich kann nur noch das Springen steuern, oder wie? Das ist ja mal cool gemacht. Und so schnell bin ich das Teil wieder los. Komisch. Davor das Rätsel war so scheiße schwierig und jetzt wieder sowas. Muss ich vielleicht da oben irgendwas machen? Okay, da passiert schon mal nichts. Ist ja schon mal sehr viel. Ich denke, ich muss hier irgendwas machen. Einfach nur eine Weile so halten. Nein. Hä? Ich steig nicht durch. Also das sieht mir schon mal stark nach einer Wasserleitung aus da. So im Allgemeinen. Da unten ist dieser Frosch. Weil mir kam nämlich gerade die Idee, dass das da ein Laufrad sein könnte und ich muss dann. Ja, das könnte natürlich sein, dass dieser Frosch da unten das Laufrad antreibt. Aber wie bekomme ich den dummen Frosch da unten raus? Nein, da wollte ich jetzt eigentlich nicht dran springen. Okay, weiter als bis hierher komme ich nicht. So, bloß ich hänge jetzt fest und komme hier nicht mehr raus. Hallo? Hallo, ich will hier wieder raus. Hilfe. Hilfe? Hilfe! Ja, ich hänge. Naja, dann müssen wir hier an diesem Rätsel eben das nächste Mal weitermachen. Und bis dahin verabschiede ich mich total frustriert. Verdammt aber auch, dass diese schönen Rätsel so schwierig sein müssen. Entschuldigt bitte. So, ich werde euch das dann wohl einfach nur rendern mit allen Fails und... Scheiße, jetzt habe ich das böse Wort gesagt. Mit allen schlechten und noch schlechteren Versuchen und so weiter. Und verabschiede mich jetzt von euch. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.